Hallo und herzlich willkommen heute hier zum Bootcamp. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen heute ein kleines Bootcamp, das heißt, es geht etwa 30 Minuten. Und ich habe mir da Unterstützung beigeholt von der Annalena. Viele von euch kennen sie schon von anderen Videos. Es wird ein bisschen so laufen, also ich werde die Übungen anleiten, werde sie erklären und währenddessen auch korrigieren, während Annalena sie ausführt. Ihr macht zu Hause einfach mit, so gut ihr könnt. Falls ihr zwischendurch merkt, oh, geht gar nicht mehr, ist ein bisschen zu anstrengend, kein Problem, kurze Pause, dann wieder einsteigen. Ja, ganz wichtig, wir geben nicht auf, sondern wir machen direkt weiter. Okay, wir brauchen an Equipment ein Handtuch bzw. ein Terraband, wenn ihr habt, oder ganz normales handelsübliches Badetuch, Handtuch geht auch, hauptsache etwas, das man ein bisschen auseinanderziehen kann, Spannung draufziehen kann. Zusätzlich dazu nehmt ihr zwei Hanteln oder wenn ihr zu Hause keine Hanteln habt, könnt ihr auch Wasserflaschen befüllen von 0,5 bis 1,5. Aber nehmt nicht mehr, weil wir machen viele Übungen auch für die Schultern und genau, die können nicht so viel Gewicht vertragen. Drückt gerne kurz auf Pause, besorgt euch das Equipment und dann legen wir gleich los mit dem Warm-up. Okay, erste Übung, wir laufen auf der Stelle. Ganz normal, ganz locker erstmal auf der Stelle laufen. Komm erstmal rein, bring den Kreislauf ein bisschen hoch. Atmen noch ganz ruhig. Legen wir die Hände auf die Schultern und machen kleine Kreise mit den Ellbogen nach hinten. Jawohl, wir erhöhen mal ein bisschen das Tempo. Und kreisen nach vorne. Genau, Annalena macht weiter. Jetzt kurz aus. Jawohl, schön locker in den Knien. Schultern kreisen. Und wir fangen an den High Knees. Das heißt, wir nehmen die Knie vorne hoch, nehmen die Arme mit. Genau. Sehr schön. Jawohl. Jeder in seinem Rhythmus, in seinem Tempo. Und wir wechseln über ins Anfersen. Das heißt, die Fersen gehen zum Hintern, zum Gesäß, jawohl, sehr gut. Auch hier findet euren Rhythmus. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl, wir laufen wieder locker auf der Stelle, ganz gemächlich und kreisen mal die Arme oder schwingen die Arme vor dem Körper über Kreuz. Schön große Bewegungen. Auch hier noch 5 Sekunden. Und wir gehen über in die Hampelmänner. Ganz reguläre Hampelmänner, wie ihr sie kennt, genau. Also Lena macht sehr gut vor. Schön große Bewegungen von der Hüfte über den Kopf und wieder zurück. Jawohl. Wir machen heute im Workout kleine Pausen, kurze Pausen, ziehen komplett durch, die halbe Stunde. Sehr wichtig, dass wir uns ordentlich warm machen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Mal kurz stehen bleiben, alles ausschütteln. Und dann schleudern wir mal unsere Arme um unseren Körper rum. Lockern die Brustwirbelsäule ein bisschen auf. Die Arme dürfen gerne ein bisschen gegen den Körper klatschen, das macht gar nichts. Keine Muskelspannung, ganz locker. Und auch hier noch die letzten 5. Noch 3, 2, 1 und sehr gut. Nochmal die Arme ausschütteln, wir nehmen nochmal die Hände zusammen, mobilisieren die Handgelenke noch ein bisschen. Ganz wichtig für die Übungen im Stütz. In alle Richtungen einfach ganz locker drehen. Sehr gut. Nochmal kurz andehnen, die Unterarme. Und die Seite wechseln. Und nochmal alles ausschütteln. Okay, gut. Dann haben wir uns jetzt ein bisschen warm gemacht. Wir fangen an mit dem Workout. Ich sage die Übungen kurz an. Annalena macht ein, zwei Wiederholungen vor, damit ihr zu Hause wisst, was zu tun ist. Und währenddessen korrigiere ich sie immer nochmal, beziehungsweise euch. Ich sage euch, worauf es ankommt, damit ihr nicht ständig im Bildschirm gucken müsst, sondern ihr euch auf die Übung konzentrieren könnt. Und ich sage euch die Zeit an. Wir haben 45 Sekunden Intervalle. Ich habe hier eine Stoppuhr dabei.
Also macht euch bereit. Erste Übung ist der Sumo-Squat. Dafür brauchen wir unsere Wasserflaschen oder unsere Handhüllen. Schnappt ihr euch? Jawohl. Annalena macht zwei Wiederholungen vor. Also wir stellen uns breitbeinig auf. Die Zehenspitzen zeigen nach außen. Die Handhüllen hängen einfach zwischen den Beinen runter. Und dann gehen wir in den tiefen Squat. Kommen hoch, setzen die Handeln um und drücken dann über dem Kopf zusammen in den Overhead Press. Genau, dann gehen wir wieder runter in den Sumo-Squat. Ja? Achtet darauf, dass wenn ihr hochkommt, dass ihr ein Teil hochkommt sozusagen und dann zwei Teile runter. Das heißt, runter bitte doppelt so langsam. Genau. Okay, macht euch bereit. Wir legen los in 3, 2, 1 und auf geht's. 45 Sekunden laufen. Genau, denkt schön ans Umsetzen. Langsam runter, explosiv hoch. Jawohl, sehr gut. Bauchspannung wichtig, ja, der Oberkörper bleibt aufrecht. Die Knie zeigen nach außen. In einer Achse mit den Füßen. Und wir haben gleich die Hälfte schon geschafft. Schön weitermachen. Jawohl, sieht sehr gut aus. Und wir haben noch die letzten 15 Sekunden, das schaffen wir auch noch. Schön dabei bleiben, wir haben noch 10, die letzten 5, 4, 3, 2, 1, jawohl, ihr könnt die Handeln direkt in der Hand behalten, wir gehen nämlich jetzt über in die Wadenjumps, das heißt die Handeln sind Zusatzgewicht, wir springen mit gestreckten Beinen, genau, Annalena macht es kurz vor, auf den Zehenspitzen und los geht's. Jawohl, sehr gut. Versucht trotzdem sehr gut zu federn, also eher aus dem Fußballen zu arbeiten. Die Knie immer leicht beugen, aber so gestreckt wie möglich. Jawohl, sehr schön. Wir haben noch 20 Sekunden. Schön weiterspringen. Das ist eine kleine Cardio-Einheit. Also wir machen immer eine Kraftübung und eine Cardio-Übung im Wechsel. Nicht, dass ihr euch wundert. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Kurze Pause, kurz entspannen. Wir fangen wieder an mit Übung 1, Sumo-Squat. Macht euch bereit, bringt euch in Position. Ihr denkt an die Zehenspitzen hier nach außen. Und wir legen los in 3, 2, 1. Los geht's. Schön tief nach oben drücken die Hanteln. Dann langsam wieder runter, umsetzen und nach oben drücken. Jawohl. Denkt an die 2:1 Teilung, also zwei Teile runter, ein Teil hoch. Sehr schön, Rücken bleibt aufrecht. Der Bauch ist angespannt, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Po geht schön nach hinten, als würden wir uns auf den Stuhl setzen. Also ihr spürt die Spannung auch zwischen den Oberschenkeln, Beckenboden nicht mit beansprucht. Und wir haben noch die letzten 10 Sekunden. Nochmal alles geben, noch 5, 4, 3, 2, 1 und gut, sehr schön. Wir gehen direkt über in die Wadenjumps. Macht euch bereit, los geht's, zweite Runde Wadenjumps. Jawohl. Sehr schön. Ein Drittel ist schon geschafft. Wir springen schön auf der Stelle, schön hoch. Aus den Zehenspitzen, Knie leicht gebeugt. Und wir haben noch die letzten 17 Sekunden. Sehr gut, noch 7, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Sehr schön. Nächste Übung ist das Seitheben. Das kombinieren wir mit einer Trizepsübung. Das heißt, ihr behaltet die Wasserflasche oder die Hanteln, hebt sie hier 90 Grad ab. Genau, das wäre das Seitheben. Die zweite Übung ist für den Trizeps hinter dem Kopf. Jawohl. Und wir drücken sie nach oben. Achtet hier darauf, dass die Ellbogen nah am Kopf bleiben, dass nur die Unterarme sich sozusagen bewegen. Ja, die Oberarme bleiben scharf. Wir teilen das so auf, die erste Hälfte der Zeit sozusagen das Seitheben und nach der Hälfte der Zeit sage ich euch Bescheid. Wir setzen uns Trizeps drücken. 3, 2, 1, los geht's. Seitheben. Versucht auf 90 Grad etwa zu kommen. Genau, ihr seht das hier bei Annalena sehr gut. Schultern sind tief. Wir kommen auf 90 Grad. Jawohl. Achtet auch hier darauf, dass beim Hochgehen
nur halb so schnell, wie das runtergeht. Knie sind leicht gebeugt. Und die Hälfte der Zeit ist rum. Wir gehen ins Trizepsdrücken über. Das heißt über den Kopf. Und wir drücken hier schön nach oben. Ihr könnt auch gerne die Handeln, die Flasche zusammennehmen und zusammen hochziehen. Oberarme bleiben fest, nur die Unterarme bewegen sich. Wir sind schon in den letzten 10. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Sehr schön. Nächste Übung sind die Hampelmänner. Diesmal machen wir sie nicht wie beim Baum ab, sondern wir überkreuzen vor der Brust. Ja? Diagonal. Genau. Nalena macht ein paar vor. Jawohl. Ihr wisst Bescheid, macht euch bereit. 3, 2, 1, los geht's. Genau. Ihr könnt auch gerne wie Annalena hier einmal oben rum, einmal unten rum die Flaschen, beziehungsweise die Hanteln. Und wir springen auseinander und wieder zusammen mit den Beinen. Sehr schön. Auch hier gilt, so federnd wie möglich aus den Fußballen 10 Stützen heraus. Da wollen wir schön weitermachen. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Sehr schön. Alles geben, wir haben noch 12 Sekunden, die letzten 10. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Kurz verschnaufen. Nächste Übung. Wieder die erste von eben. Seite heben und Trizeps drücken im Wechsel. Macht euch bereit. Wir verschwenden keine Zeit. 3, 2, 1, los geht's. Erstmal das Seite heben. Jawohl, 45 Grad. Ellbogen sind leicht locker, Knie leicht locker. Nicht mehr als 90 Grad hoch. Jawohl, Schultern sind tief. Sehr gut. Schön kontrolliert. Langsam ablassen, etwas schneller nach oben führen. Sehr schön. Und wir wechseln ins Trizepsdrücken. Das heißt, die Hand nach oben hinter den Kopf. Und jawohl. Oberarme fest, Unterarme strecken sich. Und wir haben die letzten 10 Sekunden. Sehr schön. Achtet hier auf die Rumpfspannung, auf die Bauchspannung, ja? Kein Hohlkreuz. Und 3, 2, 1 und Stopp. Sehr schön. Gut, neue Übungen. Und zwar finden die in der Bauchlage statt. Das heißt, ihr braucht dazu euer Handtuch bzw. euer Theraband, je nachdem, was ihr habt. Und ihr legt euch erstmal auf den Bauch. Bringt ordentlich Spannung drauf auf das Handtuch. Ja, ein Handtuch zieht es gedacht auseinander. Das heißt, wir haben hier in den Schultern Spannung. Genau, Annalena macht es kurz vor. Wir bringen Spannung drauf und ziehen dann zur Brust. Der Oberkörper hebt leicht ab und gehen dann wieder in die Streckung. Genau, so sieht die Übung aus. Jawohl. Sehr gut, dann macht euch bereit. Wir legen los in 3, 2, 1, los geht's. Also Oberkörper leicht abheben, schön zur Brust ziehen. Immer die Spannung draufhalten auf dem Theraband, auf dem Handtuch. Das soll schön in die obere Rückenmuskulatur gehen. Genau. Füße bleiben aufgestellt, nur der Oberkörper hebt sich ab. Ja, das sieht sehr gut aus. Und die Hälfte ist auch schon wieder geschafft, sehr gut. Schön durchhalten. Ihr wisst Bescheid, 2 Runden pro Übung. Alles geben. Wir haben nur eine halbe Stunde, die powern wir komplett durch. Jawohl. Die letzten 10. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und gut, wir legen das Theraband ab oder das Handtuch. Legen unseren Kopf ab auf die Ellbogen. Heben die Beine etwas an, also die Füße und die Knie und fangen an zu paddeln. Genau, ihr seht das, Annalena macht es schon vor. Wir legen los in 3, 2, 1, los geht's. Jawohl. Nur die Beine bewegen sich, Knie, Oberschenkel heben leicht ab. Becken, Oberkörper liegen noch weiter ab, auf dem Boden. Jawohl. Und wir werden ein bisschen schneller. Letzten 15 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl, sehr schön. Kurz verschnaufen.
schnappt euch wieder langsam euer Handtuch oder euer Terraband. Die Wiederholung, wir wiederholen den Block nochmal, ihr wisst Bescheid, erste Übung, ranrudern an die Brust. Es geht los in 3, 2, 1, auf geht's. Oberkörperchen abheben, schön Spannung draufbringen auf das Band und anziehen. Jawohl, sehr gut. Die Hälfte der Zeit ist schon rum, wir geben nochmal alles. Letzte Übung in dieser Runde. Für den Rücken, deswegen nochmal alles geben. Wir haben noch die letzten 15 Sekunden, schön nochmal Spannung draufbringen, Oberkörper schön abheben, Rückenmuskulatur mit einbeziehen, jawohl, sehr gut. Wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1 und gut, wir legen das Band ab, machen uns bereit. Fürs Paddeln. Und los geht's. Wir paddeln mit den Beinen. Ihr erinnert euch, schön schnell Tempo aufnehmen. Kopf liegt ab, Oberkörper liegt ab. Nur die Beine paddeln in der Luft. Sehr gute Übung für die Gesäßmuskulatur, für die hintere Oberschenkelrückseite und für den unteren Rücken. Sehr schön. Schön durchhalten. Wir haben die Hälfte schon geschafft. Jawohl. Noch 15 Sekunden. Weitermachen, weitermachen. Und die letzten. 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Jawohl, sehr schön. Jawohl, dann dürft ihr einmal auf eure Knie gehen. Die nächste Übung ist der Liegestütz. Also jetzt habt ihr die Möglichkeit, entweder die normalen Liegestütze zu machen oder auf den Knien. Ich würde dir auf den Knien empfehlen, denn wir machen 2 Runden 45 Sekunden und 45 Sekunden Liegestütze zu machen, ist schon relativ hart. Deswegen auf den Knien, wie Annalena es jetzt macht, Füße leicht abgehoben. Ganz wichtig die Bauchspannung, genau Annalena, mach mal 1-2 vor. Genau, ihr seht hier die Brust, die Nase senkt sich ab zum Boden und dann drücken wir uns wieder ab. Achtet darauf, dass die Ellbogen nah an den Rippen sind und dass wir uns hier absenken. Okay, euch bereit? 3, 2, 1, los geht's mit den Liegestützen. Jawohl. Ganz wichtig hierbei die Bauchspannung, das heißt den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, wir wollen nicht ins Hohlkreuz kommen. Sehr gut. Und mehr als die Hälfte ist schon geschafft, also nochmal alles geben. Vorletzter Übungsblock für heute. Wir haben noch 10 Sekunden. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal ablegen. Beine ablegen. Jawohl. Nächste Übung. Wir strecken die Arme nach vorne. Paddeln diesmal mit den Armen. Wie eben mit den Beinen. Jawohl. Annalena macht es richtig vor. Also verschnauft nochmal kurz. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's, nur mit den Armen paddeln, jawohl. Kopf kann leicht abheben, Blickrichtung trotzdem Richtung Matte, Wirbelsäule ist in einer Linie, die Arme paddeln, jawohl, das wird ziemlich brennen hinten in den Schultern. Genau, das sieht sehr gut aus. Jawohl, Beine liegen ab, ihr seht das hier, nur die Arme paddeln. Mehr als die Hälfte schon durch und wir haben noch die letzten 15 Sekunden noch mal alles geben. Vorletzte Runde, wie gesagt, für heute. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Jawohl, sehr gut. Wir wiederholen den Block noch mal. Näht den Liegestütz. Lockert noch mal kurz eure Schultern, Ellbogen, Handgelenke aus. Verschnauft kurz und dann geht's weiter. Also wie gesagt, auf die Knie gehen. 3, 2, 1, los geht's. Jawohl. Ihr seht das hier bei Annalena sehr gut. Ellbogen sind eng am Körper. Kein Hohlkreuz, das heißt die Bauchspannung ist wichtig. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Sollte das zu anstrengend sein, geht mit den Knien etwas weiter nach vorne. Dann habt ihr nicht so einen großen Hebel. Jawohl. Schön mit der Brust zum Boden absenken. Wir haben schon die Hälfte geschafft. Wir geben nochmal alles. Letzte Runde Liegestütze für heute.
Und die letzten 15 Sekunden. Nochmal kämpfen, nicht aufgeben. Wenn es nicht geht, kurz ablegen, dann wieder mit einsteigen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, sehr schön gemacht, sehr gut gekämpft, sehr gut durchgehalten. Also es ist gar kein Problem, wenn ihr nicht mehr könnt. Kurze Pause, steigt dann wieder ein. Ja. Macht das Workout regelmäßig, bis ihr es komplett durchziehen könnt. Okay, sehr gut. Paddeln, Arme, kommt wieder dran. In 3, 2, 1, los geht's. Arme paddeln, Blick Richtung Matte. Genau, Beine liegen gemütlich ab, Oberkörper auch. Versucht trotzdem, wenn möglich, leichte Bauchspannung aufzubauen. Das ist schwierig in Bauchlage, aber zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Jawohl, auch hier nochmal alles geben, das brennt nochmal in den Schultern. Macht gar nichts, letzte Runde für heute, für die Muskelgruppe. Mehr als die Hälfte ist schon durch. Wir geben nochmal alles, wir haben nochmal die letzten 10 Sekunden. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Jawohl, sehr gut mitgemacht bisher. Bin stolz auf euch. Letzte Runde, letzter Übungsblock für heute. Zwei Übungen haben wir noch, und zwar einmal den Double Crunch. Das ist eine Übung für die gerade Bauchmuskulatur. Ihr kennt wahrscheinlich den regulären Crunch. Annalena macht kurz den Double Crunch vor. Bedeutet im Prinzip nur, dass wir sowohl den Hintern als auch die Schultern und den Kopf abheben und uns in der Mitte zusammenziehen. Ja? Also Annalena liegt praktisch nur auf dem mittleren Teil ihres Rückens. Zeitgleich versuchen wir Po und Schultern und Kopf abzuheben. Also, 45 Sekunden auch hier. Es geht los in 3, 2, 1. Auf geht's. Jawohl. Achtet darauf, wenn ihr in der Streckung seid, beziehungsweise in der Ausgangsposition, dass ihr die Bauchspannung haltet, dass ihr nicht ins Hohlkreuz kommt. Der untere Rücken bleibt schön in der Matte. Und dann schön zusammenziehen und wieder etwas strecken. Jawohl, sehr schön. Die Übung wird relativ schnell, sehr intensiv. Ist für mich eine der besten Bauchmuskelübungen für die gerade Bauchmuskulatur, weil sie genau die Funktion erfüllt, uns zusammenzuziehen. Und wir haben noch 15 Sekunden. Die letzten 10, 9, 8, noch 4, 3, 2, 1 und gut, jawohl. Sehr schön, kurz verschnaufen. Zweite Übung in diesem Block ist der Reverse Plank. Das ist eine Halteübung. Annalena zeigt es euch kurz auch hier, Handgelenke. Wir stützen uns auf die Handgelenke. Sollte das nicht gehen, weil ihr Probleme mit den Handgelenken habt, könnt ihr auch versuchen, auf den Fäusten das zu machen. Wichtig dabei wäre, dass ihr dann wirklich die Handgelenke gerade halten. Genau, ansonsten stützen wir uns hoch und halten uns nur noch auf den Fersen und auf den Händen. Okay. Es geht los in 3, 2, 1, auf geht's. Hochstützen. Wichtig hierbei ist jetzt Bauchspannung, Bauch einziehen, Po-Muskulatur ist angespannt und ganz wichtig, die Schultern hängen nicht durch. Wir versuchen, die Brust zur Decke zu bringen. Ja? Genau, dass wir uns nicht hier hängen lassen. Genau, ihr dürft auch gerne noch Richtung Decke schauen. Halswirbelsäule ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und mehr als die Hälfte ist schon geschafft. Halten, durchhalten. Bauchspannung, Po-Spannung ist wichtig. Wir sind eine Linie, eine Flanke. Wir haben noch 15. Die letzten 10. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Sehr gut. Absetzen. Wir wiederholen den Block noch einmal, dann ist es für heute geschafft. Sehr schön mitgemacht bisher. Also macht euch bereit. Wir haben nochmal den Double Crunch. Ihr wisst Bescheid. Hoch und Schultern heben gleichzeitig ab. 3, 2, 1. Los geht's. Feuer frei. Jawohl. Schön zusammenziehen. Und wenn ihr wieder in der Streckung, in der Ausgangsposition seid, den unteren Rücken nochmal in die Matte drücken, nicht ins Hohlkreuz geraten. Ja, Bauch einziehen. Jawohl. Sehr schön. Wir versuchen trotzdem sehr kontrolliert zu sein. Tempo ist hier nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr euch schön zusammenzieht und die Bauchmuskulatur einbezieht. Sehr schön. Zieht auch nicht irgendwie am Kopf oder so, sondern versucht wirklich die Finger den Kopf einfach nur reinzulegen oder die Finger an den Schläfen zu haben. Wir haben noch die letzten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und geschafft. Sehr schön.
Letzte Übung für heute, Reverse Plank. Nochmal zum Abschluss halten. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und los geht's. Wir stützen uns hoch. Po, hintere Oberschenkel, Unterrücken, Bauch, alles angespannt. Wir sind eine Planke. Schultern hängen nicht durch, Brust geht zur Decke. Blickrichtung auf. Jawohl, sehr schön. Die Hälfte ist schon durch. Wir halten schön durch. Wir haben noch 15 Sekunden. Die 15 Sekunden halten wir für heute noch durch. Letzte Übung. Jetzt gibt keiner mehr auf. Noch 10, 9, die letzten. 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Sehr schön. Jawohl. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen. Wir sind ein bisschen an unsere Grenzen gegangen. Wie gesagt, wenn ihr es beim ersten Mal nicht ganz gepackt habt, kein Problem. Schaut es nochmal an. Übt das Workout, bis ihr es komplett drauf habt. Und dann besucht auch gerne noch andere Angebote von uns auf FeelFitHome. Ich kann euch auch sehr die Kursangebote von Annalena ans Herz legen. Ja. Wir haben verschiedenste Videos. Stöbert gerne ein bisschen durch. Schaut mal, was euch gefällt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.